Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, um es gleich vorwegzunehmen, die Düsseldorfer Erklärung findet auch die grüne Fraktion gut und richtig, und es ist schön, dass sie auf den Weg gebracht worden ist. Und Herr Jostmeier, ich freue mich auch über die Leidenschaft, mit der Sie die hier vertreten haben. Es ist richtig, und das sagt ja auch der Titel des Antrags, auf die Leistungen der Deutschen aus Russland und aus den GUS-Staaten explizit hinzuweisen. Denn man muss sich das vorstellen, es waren keine einfachen Zeiten, als Sie als sogenannte Aussiedlerinnen und Aussiedler, Spätaussiedlerinnen zu uns nach NRW gekommen sind. Und Sie teilten damals mit vielen anderen Migrantinnen und Migranten die Erfahrung, Vorbehalten, Vorurteilen, Unverständnis seitens der hiesigen Bevölkerung teilweise ausgesetzt zu sein. Und gleichzeitig mussten Sie ja diese ganze Wanderung und diesen kulturellen Unterschied halt auch bewältigen. Das war nicht einfach und ist den Deutschen aus Russland vorbildlich gelungen. Mittlerweile leben 620.000, Sie haben das erwähnt, 620 Deutsche aus Russland in Nordrhein-Westfalen und sind vorzüglich integriert. Wie gut, auch darauf ist hingewiesen worden, zeigt die Sonderauswertung des Ministeriums für Integration, wo daraus hervorgeht, dass die Deutschen aus Russland sehr gute Bildungserfolge aufweisen, dass sie teilweise in manchen Teilbereichen also sich besser integrieren konnten als andere Einwanderungsgruppen und in allen, fast allen öffentlichen Bereichen des öffentlichen Lebens gut integriert sind. Es gibt auch sehr, sehr viele Deutsche aus Russland, die sich im Übrigen, und das zeigt ja auch, welche Leistung das ist, um die Geflüchteten, die jetzt neu zu uns kommen, kümmern. Umso irritierender ist es, sind die jüngsten Ereignisse, wenn plötzlich Demonstrationen von einigen, vergleichsweise wenigen, die geleistete Aufbau- und Integrationsarbeit der Altvorderen, der Eltern und Großeltern durch ihre Demonstrationen und durch ihre fremdenfeindlichen und ausländerfeindlichen Demonstrationen infrage stellen. Vor diesem Hintergrund ist es gut, dass schnell reagiert wurde und Staatssekretär Klute dankenswerterweise zu einer Sondersitzung des Landesbeirats eingeladen hat und die Landsmannschaften sich auf dieser Sitzung nach ausführlicher und sehr intensiver Diskussion, wir waren ja beide dabei, das war ja wirklich eine sehr spannende Diskussion, in der Düsseldorfer Erklärung klar von Ausländerfeindlichkeit und rechtsradikalen Tendenzen distanziert hat. Das war und ist ein wichtiger Schritt. Wer dabei war, hat auch gesehen, wie sehr die Demonstrationen die Deutschen aus Russland in ihrem Bestreben nach Normalität und ihrem Bekenntnis zu Vielfalt und Demokratie erschüttert haben. Schwierig und bedenkenswert ist auch die Tendenz, in den russischsprachigen Medien gezielte Desinformation zu betreiben und gleichzeitig auch der Umstand, dass es offensichtlich einige gibt, die bereit sind, der Propaganda unreflektiert und entgegen der eigenen Anschauung Glauben zu schenken. Dies lenkt den Blick auch auf die Frage gelingender Demokratieerziehung, mit der wir uns in den Ausschüssen sicher nach der Überweisung noch mal sehr intensiv auseinandersetzen müssen und werden. Es ist unser gemeinsames Ziel, dass junge und selbstverständlich auch ältere Menschen in die Lage versetzt werden, klare Unterscheidungen zu treffen zwischen Propaganda, Desinformation und, wie Sie es nennen, in Ihrem Antrag seriöser Berichterstattung und verlässlichen Quellen. Bei der Aufarbeitung dieser Frage können und werden die Deutschen aus Russland sicher wichtige Partnerinnen und Partner sein und gleichzeitig gemeinsam Flagge gegen rassistische und menschenfeindliche Tendenzen und Organisationen zeigen können. Auch wenn wir nicht alle Forderungen Ihres Antrags teilen, also das betrifft vor allem halt diese Frage der Verbotsprüfung, das ist rechtlich schwierig, halten wir es doch für wichtig und richtig, dieses Thema in seiner ganzen Komplexität in den beiden Ausschüssen, nämlich im Hauptausschuss und im Integrationsausschuss, zu behandeln. Und damit auch noch mal den Blick auf die Einwanderungsgruppe der Deutschen aus Russland zu lenken. Und ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau